Alter, was geht ab, Leute? Hier. Es ist Sonntag. Es ist kalt und man ist müde. Gestern war C-Day. Check das Video vom C-Day ab. War ein guter Tag. Ich war sehr fleißig und es hat sich gelohnt. Also schaut vorbei. Galas war am Start. Sehr interessant. Das Video habe ich gestern Abend noch hochgeladen. Dementsprechend habe ich kein Vlog-Gameplay-Material für heute. Und heute schauen wir uns. Eigentlich wäre heute ein perfekter Tag für das eBay-Format. Ruhiger, kalter Sonntag, wo man zu Hause bleibt und auf eBay rumstöbert. Aber heute schauen wir uns eine Sache an, die hatte ich auch schon länger geplant. Denn ich hatte vor ein, zwei Wochen, ist auch schon wieder eine Weile her, und zwar zum Regi-Event, genau. Da hatte ich meinen 2000. Raid. Legendär. Vergesst die normale. Inzwischen habe ich 2058. Das war ein. Irgendein Regi offensichtlich. Ich weiß nicht mehr welches. Es ist kein 100er geworden, es war nicht Shiny, es war nicht Shiny 100. Aber ich habe Master Scorpion bei dem Raid gesehen. Das war so das Highlight. Was an sich kein Highlight wirklich ist. Grüße gehen raus an Master Scorpion. Dementsprechend schauen wir uns heute mal alle meine Legendären an. Ihr wollt wissen, wie viele 100er habe ich bekommen nach 2058 legendären Raids. Mein 1000er war irgendwie Ho-Oh und das war. Irgendwann, wann es geschneit hat. Ich weiß nicht mehr genau, war es Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres? Nee. Sicher nicht Ende letzten Jahres. Da war Heatran am Start. Es war, glaube ich, Anfang des Jahres. Das heißt, ich habe dieses Jahr 1000 Raids gemacht. Dazu geben wir das magische Wort hier ein. Legendär. Heutiger Abend legendär. Warte einen Moment. Legendär. Und danach, ich glaube, Nummer einfach mal. Oder vielleicht erstmal kurz WP, weil die meisten wollen immer den WP sehen. Weil die meisten der Legendären sind natürlich auch WP-technisch sehr hoch. Die Mewtwo führen die Liste an. 300er, einer davon, Shiny 100. Zwei aus dem X-Ray, dann 398er, einer aus dem X-Ray, einer Lucky 98, Shiny. Grüße gehen raus natürlich an Onkel Olli. Shiny Lucky 100er Kyogre. 100er Kyogre, mein allererster Legendärer. Grodon 100. Dann keine 100er, 96, Grodon 96 Kyogre. 100er Dialga und Palkia, 100er Ho-Oh mit Ansage gefangen damals. Kein 100er Rayquaza bekommen, 100er Latios, 98er Heatran, 96er Lugia, 2 96er, einer davon Lucky Giratina Urform, 100er Latias, 96er Zapdos vom Zapdos Raid Day. Davor hatte ich keinen einzigen guten, weil das erste Mal, wo er da war, war ich noch Free to Play und da habe ich nicht viel geradet. Und dann, als er zurückkam, habe ich zum Glück einen 96er bekommen. Meine Regel immer 96 aufwärts, Attack 15, wird gemaxt, also zumindest ein. 98 Entei, 98er Lavados, auch den habe ich beim Raid bekommen, davor keinen einzigen guten Lavados gehabt. Auch da war ich noch Free to Play, als er das erste Mal rauskam. 100er Raikou, auch vom Raid Day, hatte davor aber bereits einen 98er Max. 96er Giratina, Normalform. Habe ich mich aber jetzt gesteigert, ich hätte noch einen 98er, damals als er zurückkam. In Shiny habe ich einen 98er gefangen. Müsste ich vielleicht irgendwann mal updaten, wenn ich mehr Staub habe. 98er Arctos, ihr könnt es schon erraten, beim Raid Day gefangen. Da habe ich sogar zwei 98er gefangen. Aber nur einen davon gemaxt. 96er Vesprit. Der war aus Berlin. Oh, Grüße gehen raus nach Berlin. Gefangen und gemaxt. Ja, ich glaube, der hat nicht mal Attack 15, kann das sein? Oh doch, der hat Attack 15, alles klar. 96er Suicune. Aus der Feldforschung, glaube ich. Ich hatte einen 96er Attack, nicht 15. Damals vom Raid. Raid Day nichts gefangen, was besser ist. Und den hatte ich, glaube ich, aus der Feldforschung. Und übrigens auch das Beste, was ich jemals aus der Feldforschung bekommen habe. 96 Attack 15, nicht Shiny. Ich habe noch nie einen Shiny bekommen, noch nie 98 aufwärts. Und da sind ein paar ungepushte Pokémon. Cresselia, 100 Max von der Raid-Stunde. Und davor hatte ich schon einen Cresselia Max. Also, ich habe zwei Cresselia Max, was relativ unnötig ist. Aber ihr kennt ja mein Motto: 96 aufwärts gemaxt und dann zufälligerweise noch 100er bekommen. Shiny 98er. Lucky. Irgendwann ertauscht. Der hat aber, glaube ich, Attack 14. Aber wird. Oh ne. Der hat sogar Attack 15. Der ist sogar recht saftig. Wird noch gemaxt irgendwann, aber ich habe jetzt nicht so viel Staub, um irgendwelche Legendären noch öfters zu maxen. Vor allem Arctos ist jetzt nicht so der Knaller. Ich habe eine Menge Rayquaza, das sehen wir aber gleich noch.
Dann kommen wir zu den Regis. 98er Regi Steel gemaxt. Und dementsprechend Regi Ice und Regi Rock nicht gemaxt. Das sind zwei, die letzten zwei. Und Cobalion natürlich, aber der ist neu. Wird noch gemaxt. Aber das sind die zwei einzigen Legendären, die ich nicht gemaxt habe. Ansonsten kommt, glaube ich, nichts mehr. Also schon, aber nicht mehr gemaxt. Dementsprechend gehen wir mal auf Nummer. Denn da sieht man das nochmal ein bisschen besser. Ich habe hier ein Max Arctos, ein 98er Shiny Lucky und der zweite 98er vom Raid Day. Zapdos 96 Max, Shiny Lucky, IV irrelevant, 98er Lavados Max und 93er Shiny Lucky. Dann die ganzen Mewtwo, dann habe ich eine Menge Spuk bei Mewtwo. Ich hatte auch noch viele von früher, also von den X-Rays hatte ich noch welche. Zum Beispiel der 10.3. glaube ich 2018. Genau, das sind die ganzen X-Rays. Und dann natürlich jetzt von der Runde an X-Rays habe ich auch wieder neue gesammelt zum Tauschen. Ich habe noch ein paar Rüstungs-Mewtwo. Würde ich mir auch noch gerne einen guten ertauschen. Also ich habe hier noch ein paar über, falls jemand Mewtwo gegen Mewtwo mit Rüstung tauschen will. Gestern meinen letzten Shiny vertauscht an einen Kollegen. Jetzt habe ich keinen mehr. Ich habe hier noch einen 98er über. Tag 14. Brauche ich jetzt nicht zu pushen. Krass, gell? Damals hätte man das nicht erwartet, dass man einen 98er nicht pusht. Ein paar Spukball. Die ganzen YouTube behalte ich erstmal. Sind immer recht gefragt. Hier die Geico. Zwei noch zum Tauschen, falls jemand haben will. Und das Shiny Lucky, was nicht gut geworden ist. Zwei 96er habe ich noch über. An Entei, aber Entei auch nicht wirklich interessant. Und das Shiny Lucky. Dann hier der 96er, den ich damals hatte. Aus dem Raids. Aber auch nicht interessant. 93er, der aber höher ist. Was kompliziert ist, aber ihr seht es, 93, dafür hat er Attack 15 und der hat halt nur Attack 14 und dadurch ist die WP gesamt WP geringer, obwohl er bessere IV hat, weil die Angriffs IV beeinflusst die WP am stärksten. Das Shiny Lucky, das nicht gut ist, und dann habe ich noch ein normales Shiny. Lugia habe ich einen 96er, das war mein bester, war zufrieden mit dem, ich habe nicht viele von denen gemacht, also kann man zufrieden sein. Ein Shiny damals irgendwann mal ertauscht und dann hatte ich das Shiny Lucky, aber auch beide nichts. 100er Ho-Oh mit Ansage gefangen, Shiny Lucky Ho-Oh, Gigi Rock, habe ich noch ein Shiny zum Tauschen, aber wie gesagt nichts Gutes. Muss ich mir da noch ertauschen. Selbes gilt für Gigi Ice, nie über 93 gekommen. Gigi Steel habe ich mein Shiny vertauscht, aber ich habe noch einen in der Reserve, den ich mir ertauschen kann. Latios habe ich 200er bekommen, am selben Tag. Und ja, nur einen davon gemaxt. Ich habe hier noch einen zum Tauschen. Falls irgendjemand mehr haben will, aber will eigentlich keinen haben. Oh, ich habe sogar noch zwei Shiny zum Vertauschen. Falls irgendjemand den haben will. Und das Shiny Lucky, aber das ist schlecht. Latios habe ich einen 100er, einen 98er und zwei 96er. Wenn man radikal ist, kann man sich auch von den zwei 96ern trennen. Shiny nie bekommen, musste ich mir tauschen. Selbes gilt für Kyogre, musste ich mir tauschen. Das 98er muss ich noch irgendwann maxen. Hat aber nur Attack 14. Ist aber lucky, also wird auf jeden Fall gemaxt. Der Rest ist ein Tauschender. Dann Rodon, Shiny Lucky, irgendwo hier unten. Leider nicht gut geworden. Die 296er weiß ich nicht, ob ich die maxe, weil Rodon ist nicht der beste Bodenangreifer. Da kommt ja ein neues Legendäres, das besser ist. Da kommen, glaube ich, sogar zwei. Ich habe noch ein paar zum Vertauschen und auch noch ein Shiny zum Vertauschen. Dann kommen wir zu den Rayquaza. Mein bester 98, nie einen 100er bekommen. Ihr seht, da habe ich nochmal einen 98er. Ein paar mit Wetterboost zum Vertauschen. Dann hier, das ist mein 3., 4., 5., 6., 7., 7, 98er habe ich und ein paar 96er. Und das Shiny Lucky ist nicht gut geworden. Dann haben wir hier ein paar Vespi noch. Da war ich ja auf Deutschland-Tour, als der rauskam. Dementsprechend habe ich hier ein paar aus verschiedenen Städten. Und ja, da habe ich einen 100er relativ früh bekommen. Und auch noch ein 98er, der wird auch auf jeden Fall noch gemaxt, weil der ist ziemlich flexibel, den kann man noch einsetzen und vor allem in Rocket-Kämpfen sehr, sehr, sehr gut. Da wird der auf jeden Fall gemaxt und ja, wenn der Shiny rauskommt, wird der auch nochmal richtig krass abgegangen, weil von dem kann man eigentlich mehrere blocken. Palkia 100er. Heatran habe ich 3 96er bekommen, ich war eigentlich schon zufrieden. Dachte nicht, dass ich das noch toppen kann und dann kam der 98er. Bam! Regigigas! Der eine aus dem Ticket, jetzt übermorgen, ich habe keine Einladung,
Das heißt, ich muss erstmal auf die nächste Einladungswelle warten und dann hoffen, dass ich einen Regigigas noch bekomme, einen besseren. Der ist ja gar nicht so lang da, bis Ende Januar, Anfang Februar, irgendwie sowas. Dann Giratina habe ich, wie gesagt, den 96er gemaxt. Hatte, glaube ich, nicht mal Attack 15, aber ich war verzeiht. Oh, doch. Aber dann habe ich den hier bekommen, 98. Muss ich noch maxen. Dann habe ich noch einen zum Tauschen, einen Shiny. Shiny Lucky habe ich auch noch in der Reserve. Wir warten nur darauf, dass wir Glücksfreunde werden. Dann habe ich die zwei Urfirma. Und die zwei Cresselia, ein Shiny Lucky Cresselia 96 und Kobalion 298er, der wird auch gemaxt. Vielleicht morgen bei Max und Monday bereits. Weil, wie lange haben wir noch? Nicht mehr so lang, aber macht glaube ich eh nicht mehr so viele Raids von dem. Werden wir sehen, aber auf jeden Fall, das waren alle Legendären. Nichts Besonderes, ich bin zufrieden, eine stabile Sammlung würde ich sagen. Da geht auf jeden Fall noch mehr, vor allem in Masse. Ich habe ja von jedem eigentlich nur einen erstmal gemaxt. Aber wenn man krass abgehen will, hätte man zum Beispiel alle 98er quasi gemaxt, das wäre eine klasse Armee. Oder noch das 98er Lucky Kyogre natürlich. Einfach 6 Kyogre machen und sowas. Das ist momentan einfach nicht mein Ziel, mein Weg, weil ich versuche ja jedes einmal mindestens zu maxen. Und es kostet den Sternstopp, den ich dann nicht über habe, um irgendwelche Legendären öfters zu maxen. Vielleicht irgendwann auch das mit den Glückstauschen. Ich habe ja jeden Tag oder beinahe jeden Tag einen Glückstausch und momentan versuche ich da alle meine Shinies zu glückstauschen für die Sammlung, aber irgendwann ist die hoffentlich komplett und dann kann ich mich darauf fokussieren, irgendwelche Legendären da in gut zu bekommen, zum Beispiel ein gutes Shiny Lucky Rayquaza oder sowas und da die Legendären auch nochmal krass zu pushen und da zum Beispiel eine Armee an die Alga oder sowas, was weiß ich, aufzubauen. Also die Masse meiner Legendären ist jetzt nicht so krass. Ich bin vorerst zufrieden. Das waren alle meine Legendären nach 2000, über 2000 legendären Raids. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele legendäre Raids ihr gemacht habt und wie viele davon 100 sind. Das war's von mir, Leute. Und was euer Lieblingslegendäres ist. Meint es? Mewtwo. Das war's von mir, Leute. Aber ich mag alle meine 100er. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.